Moin miteinander und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Q-Check hier in, ich soll es ja sagen, der Garage von meiner Schwester. Heute mit einem farbenfrohen Skoda Citigo E. Endlich mal Farbe in meiner Garage, muss ich ja wirklich sagen. Finde ich richtig cool. Und er ist einer der Drillinge. Das heißt, baugleich mit natürlich dem Seat und dem VW werden die in Bratislava auf einer Linie gebaut. Und daher gehe ich davon aus, dass die Qualität dementsprechend gut, gleich schlecht sein wird. Das werden wir jetzt sehen. Nach dem Intro geht es sofort los. Bleibt am Ball und dann checken wir mal eben den Skoda Citigo E. In meiner Q-Check-Serie geht es ja um Fahrzeuge, die ich prüfe. Wenn ihr genau wissen wollt, um was es sich dabei handelt, dazu habe ich ein kleines Video gemacht. Das verlinke ich mal eben, denn dann brauche ich das Ganze nicht von Neuem zu erzählen. Insofern können wir uns im Prinzip gleich drauf stürzen, dieses Fahrzeug zu prüfen. Ich habe dazu natürlich mein Equipment dabei. Das ist meine Lampe, die kennt ihr schon hier, LED-Lampe. Und natürlich meine Fächer leeren, berühmt-berüchtigt inzwischen. Damit prüfe ich sowas wie die verschiedenen Spalte. Damit kann man aber auch Übergänge prüfen und das Ergebnis zeige ich euch dann gleich. Also, ich kümmere mich da ums Auto. Ihr könnt zugucken, hört ein bisschen Musik, könnt nebenbei ein bisschen shoppen gehen. Ein bisschen Werbung muss auch sein. Und dann fasse ich das gleich mal eben alles zusammen, wo der Citigo E am Ende gelandet ist. Okay, das war's und das ging tatsächlich so schnell, wie es jetzt gerade wirkte. Ich mache mal das Licht an und bevor ich dann euch die ganzen Fehler zeige, möchte ich mal eben sagen, was ich gefunden habe. Dazu blende ich das mal eben ein und so sieht das Ganze aus. Das seht ihr. Natürlich fast schon, klar, kein Kategorie 1 Thema. Wir haben zwei Kategorie 2 Themen. Einmal ist hinten Heckleuchte, rechts ein Spalt, den zeige ich euch danach. Da ist ein bisschen große Abweichung und im Kofferraum sind dann doch einige Lackthemen, die zeige ich euch auch. Und somit nur zweimal Kategorie 2 sind 10 Punkte. Viermal habe ich dann die Kategorie 1, also 3, viermal ein Punkt Kategorie 3, so rum sind 4 Punkte, sind in Summe 14 Punkte. Und dann könnt ihr euch schon ungefähr überlegen, wo der wohl landen wird. Aber lasst uns mal in die Themen angucken. Da beginnen wir natürlich mit den Kategorie 3 Themen. So. Und zwar fangen wir an mit den Lackblasen. Tür vorne rechts. So. Also wir haben in diesem Bereich hier, da ist eine Lackblase, hier ist eine Lackblase. Und wir haben hier unten auch nochmal eine Lackblase. Ich habe die Pfeile wieder verwendet, damit man es einigermaßen erkennen kann, aber ihr seht schon, zaubern kann das ganze System hier auch nicht. Dann haben wir hinten auch an der Tür. Ich bin ja so ein Freund von einmal ist keinmal, ne? Das sage ich auch immer, aber hier ist einmal,
Und hier ist zweimal diesen Stecknadelkopf groß. Also dementsprechend habe ich gesagt, nee, das ist dann für mich auch eine Kategorie 3. Und auch hier unten ist auch noch eine. Da seht ihr. Das sind also dann Kategorie 3 Themen. So, Kofferraum müssen wir jetzt noch nicht machen. Dafür muss ich gleich an die Motorhaube. Das können wir gleich machen. Wir haben genau hier oben die Gummidichtung hier oben. Die steht ab. Die gehört eigentlich so ran. So, seht ihr, die steht ab. Und macht dann hier so einen Spalt auf. Das geht sicherlich auch besser. Und den Innenraum, das möchte ich euch mal eben einfach zeigen. Was ein Auto nicht hat, das kann man nicht falsch machen. Und der Citigo E ist hier das perfekte Beispiel. Wir sehen zum Beispiel mal die Türpappe. Die Türpappe ist hier einfach ins Blech eingelassen. Das ist hinten an den Türen auch so. Und somit habe ich überhaupt keine Passungsprobleme nach hier oben hin zum Beispiel. Und das sorgt dafür, dass man hier gar nicht so viel falsch machen kann. Auch im Innenraum, ne? Hier ist nicht viel, was man halt falsch machen kann, weil da ist nichts einfach. So, ich setze mal eben vor euch rein, damit ihr es mal eben seht, was ich meine. So, also hier A-Säule, Übergang, ganz normal. Dann hat er hier einfach einen festen Himmel. Keine Gurthöhenverstellung. Was willst du denn hier falsch machen, ne? Auch hier die Passung hier von dem Media Interface mit dem kleinen Monitor hier. Ne? Also, da, und hier nochmal die Türpappe. Also die Türpappe. Da kannst du nicht viel falsch machen. Ne? Auch hier. Auch oben am Innenspiegel nicht. Und wenn ich mal eben nach hinten gucke. Da seht ihr. Hier drinnen, was ein Auto nicht hat, das kann auch nicht doof sein. Auf der anderen Seite aber, und deswegen bin ich ja eigentlich hier in den Innenraum gegangen, hat er unten eine ziemlich gute Abdeckung. Ja, da ist die Lenksäule, Abdeckung. Oh, dann ziehe ich mal eben hier am Hebel und zeige euch dementsprechend, wie es dann unter der Motorhaube sieht, weil auch das fällt bei dem Auto hier sehr auf. Meine Vermutung ist es, dass der Skoda hier zu gut lackiert ist. Also was heißt zu gut? Da ist sehr, sehr viel Lack dran. Beziehungsweise, dass man den aufgrund von Taktgeschwindigkeiten zu schnell durch den Ofen geschoben hat. Wir haben hier im oberen Bereich, da ist eine Lackblase, da ist eine Lackblase, da ist eine Lackblase, da ist ein bisschen was. Da ist eine Lackblase. Da ist auch eine dicke Blase hier. So. Hier ist was. Im unteren Bereich hier haben wir dann da was. Da was. Da ist auch wieder eine dickere. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Und das wirkt so ein bisschen, die wollen wir nicht unterschlagen hier. Das wirkt so ein bisschen, als wenn das ganze Fahrzeug also mit einem recht feuchten Lack dann zu schnell durch den Ofen geschoben wurde, beziehungsweise der Ofen ein bisschen höher gedreht wurde, um den trocknen zu können. Der Lack dann aufkocht und dementsprechend dann diese Blasen wirft. Die sind nicht schädlich, solange sie nicht offen sind und sehen einfach nicht schön aus. Ich finde sie einfach nicht schön. Also ich finde diese Lackblasen nicht schön. Wenn sie eine kleine Größe haben, ist in Ordnung, aber sobald sie größer als Stecknadelkopf sind, ist es doof. Das war es auch schon mit den Kategorie 3 Themen. Jetzt kommen wir zu den Kategorie 2 Themen. Das sind zwei Sachen im hinteren Bereich. Kofferraumdeckel ist ja schon offen. So, und da haben wir einmal die... Was mache ich zuerst? Ich mache den Kofferraum zuerst. Also, wir haben hier oben in diesem Bereich zum Beispiel, hier, das ist auch so dieses typische, wenn man zu schnell lackiert, dann kocht das hier und dann platzt die kleinen Bläschen, platzen dann hier so auf. Den hat er da. Den hat er hier genauso.
Mal gucken, ob man das nachher ein bisschen besser fokussiert alles. Dann haben wir das Ganze. Da ist eine Lackblase. Auf der anderen Seite haben wir hier oben die Lackblase. Wir haben hier die Lackblase. Und warum das Ganze jetzt hier im Gegensatz zur Motorhaube eine Kategorie 2 ist, das möchte ich jetzt zeigen. Und das versteckt sich hier hinter. Und zwar seht ihr hier diese Lackblase hier, wo mein Finger gerade so drauf zeigt. Und diese Lackblase, das erkennt man halt sehr, sehr gut. Die hat so einen schwarzen Kopf. Der schwarze Kopf ist einfach dahergehend, weil diese Blase offen ist. Und das ist das Problem einer solchen Blase. Das kann nämlich sein, dass die so weit offen ist, dass diese PVC-Naht, die eigentlich abdichten soll und vor Korrosion schützen soll, durch eine offene Blase hier dafür sorgt, dass Wasser mittels Kapillarwirkung an das rohe Blech kommt und dann fängt es nämlich genau an solcher Stelle an zu gammeln. Und deswegen hier würde ich auf jeden Fall mal gucken, dass man da eventuell irgendwie einen Punkt drauf setzt, dass so eine Blase hier geschlossen wird. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist ein messtechnischer Punkt, das sieht man wahrscheinlich gar nicht. Wenn ihr jetzt so hier das Auto von hinten guckt, dann seht ihr, das sieht alles schick aus. Wenn man jetzt aber hier näher rangeht, dann hat man hier oben 0,7, der Spalt von der Rückleuchte zur Seitenwand. Und der macht nach hier unten auf und ist von hier nach da sind es dann 1,9 mm. Das heißt, von oben nach unten haben wir in Summe einen Versatz von 1,2 mm. Und dieser Versatz, der ist dann über diesem 1 mm, den ich mir immer als Vorgabe gebe. Auf der anderen Seite ist das übrigens komplett gleichmäßig, das heißt, die ganze Rückleuchte ist ein bisschen nach da gedreht. So, hier ist komplett gleichmäßig hier. So, und in Summe war es das schon. Der Innenraum hat nichts, da ist dementsprechend auch nichts zu finden. Das ist alles sauber verbaut. Machen wir das Licht aus hier. Und somit ist das Ergebnis für das bisher günstigste Fahrzeug, was ich hier geprüft habe. Der hat nämlich in Summe abzüglich aller Förderung gut 15.000 Euro gekostet, das Auto. In dieser genialen Farbe. Und hat 14 Punkte. Und 14 Punkte, ich blende die Liste jetzt gerade mal ein. Das seht ihr, der hat sich mal eben ganz selbstsicher auf den zweiten Platz geschoben. Das günstigste Auto, also für mich Gewinner der Herzen, definitiv dieses Auto, weil 14 Punkte, der steht tadellos da. Der Lack in der Oberfläche, also hier in dem ganzen Lack, der hat gar nichts. Also der ist tipptopp lackiert, selten ein so gutes Auto gesehen. Auch wenn man da reinguckt, so das bisschen ausspiegelt. Heute ist tatsächlich auch mal Sonnenschein da. Man hat da nicht irgendwie irgendwelche Spuren im Lack oder, also das muss ich schon sagen, der ist tipptopp lackiert. Und das andere habt ihr gerade gesehen. Da ist nicht viel zu holen. Überhaupt nichts. Weil was ein Auto nicht hat, das kann nicht kaputt gehen oder das kann man nicht falsch verbauen. Insofern sollte man manchmal überlegen, ob weniger nicht doch mehr ist. Der Besitzer dieses Fahrzeuges hat alles richtig gemacht und ich bin hochzufrieden. So, damit war es das für heute schon. Kurz und knapp, aber was soll ich denn machen, wenn es nichts zu sehen gibt? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dann gerne den Daumen nach oben und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, weil so ein Abo ist immer kostenlos, aber niemals umsonst. Also denkt dran, Montagmorgen 8 Uhr die News mit Schwung und sonst gibt es natürlich auch jede Menge andere Videos hier auf meinem Kanal zu sehen. Bis bald. Tschüss.